Hallo Leute, Part Nummer 7, Let's Play FIFA 15. Wir spielen auswärts gegen Man City, also das wird richtig heftig danach. Einen Tag später haben wir gleich den Schluss der Transferphase. Da müssen wir uns noch überlegen, ob wir noch was machen. Und danach geht's gegen Leicester, das heißt, da werden wir wahrscheinlich das Team ein bisschen umbauen und schonen müssen. Was sagst du jetzt zwecks Transfers? Wir haben jetzt dann wirklich nur noch einen Tag Zeit nach dem City-Spiel. Wir haben eh nichts mehr übrig an Geld. Wir haben nicht so wenig, 2,7 Millionen. Gibt es noch irgendeinen Österreicher, den du gerne holen würdest? Wir könnten jemanden leihen oder jemanden, ja, so einen Schwachen holen. Djuricin? Nein, nicht unbedingt. Schlaffer, ja. Ich meine, so. Ja, es passt ja, jetzt spielen wir mit der starken Mannschaft. Aber man sieht ja, Ramirez, Arnautovic und Diouf, eigentlich die Leistungsträger, haben einen Aufwärtstrend. Ah ja, das sieht man da, die Form. Cameron ist schlecht in Form. Das ist der großgewachsene, aber doch recht schnelle RV. Genau. Toll, Arnautovic kann ihn nicht dribbeln. Also wenn man L2 festhält, dann ist das, dann ist das aber ziemliche enge Ballführung und langsam. Ich weiß nicht, ob man das im Spiel benutzen kann, was denkst du? Naja, doch, ich glaube in Strafraumsituationen. Müsste man so mal angespielt bekommst und der Platz eng ist, dass du den einmal vielleicht drüber oder. Müsste man probieren. Müsste man mal schauen. Und dann schießt. Aber jetzt, das musst du auch geübt sein. Ich glaube nicht, dass du es einfach so machst. Das sieht aber cool aus, gell? Mit dem Regen jetzt. Etihad Stadium. Regen natürlich ganz super jetzt noch zusätzlich. Haben wir eh schon so schlechte Ballkontrolle. Wir haben noch immer vergessen, die Kommentatoren auszuschalten und die englischen. Habe ich mir gerade gedacht, ja. Hilft nichts. Caballero im Tor, Joe Hart auf der Bank. Arturo Vidal auf der Bank. Die haben den gekauft. Wow. Ja, mit dem Geld kann ich mir schon vorstellen, dass die haben. Das wird heftig. Ich gehe mal gleich mal auf Defensivgeld und dann schauen wir. Nicht zu früh attackieren, das wäre jetzt wirklich aggressiv, so ab, ja, ungefähr Mittellinie rangehen, oder? Oder unsere eigenen Hälfte, ja. Ja. Da sparen wir Kräfte, was ganz wichtig sein könnte. Und da machen wir die Räume enger. Shit. Ich dachte, wir sollen nicht sprinten, Philipp. Ja, da ist ungefähr dann der Bereich, wo wir attackieren, oder? So kurz. Achso, ich dachte kurz nach der Linie. Achso. Okay. Jetzt, habe ich gedacht. Ja, da könnte es gegen City schon zu spät sein. Oder? Weiß nicht. Oh, Glück. Und dann halt schnell. Oh. Aber Bojan kann nicht gescheit annehmen. Es wird schwierig, wenn nicht mal Bojan bei dem, boah, stark, bei dem Wetter annehmen kann, dann. Wie soll das dann ein Crouch? Der ist Gott sei Dank nicht mehr da. Und jetzt wollen sie das Flügelspiel forcieren. Ah. Hattest du jetzt zu viel Tempo drauf, gell? Ja. Boah, stark von Hut. Der gefällt mir echt extrem. Ja. Ah, shit. Schön blockiert vom Abwehrspieler. Nicht mal Ecke. Schade. Ich habe mir das Einzige, was ich drücken konnte in der Situation, war schießen, weil mein Daumen drauf war. Ja, war aber eh perfekt, glaube ich. Schade, dass es nicht geklappt hat, aber. Klasse Zuspiel. Oha. Das müssen wir nicht. Puh. Das ist Standard. Das unterschreibe ich. Na, schade. James Milner. Peter attackiert. Na. Ja, ist okay. Geklärt ist geklärt. Ja, ich habe irgendwie gehofft, dass ich so rankomme, dass wir ihn kriegen. Ja. Boah, das hat ja geil ausgesehen. War eine neue Animation, oder? Ja. Ja. Endlich pfeifen sie das, weil oft war das so, dass sie es nicht gepfiffen haben, weil ja kein Ball im Spiel war, so quasi. Gelb sogar, cool. Kompanie. Auch einer der stärksten Innenverteidiger in der englischen. Heftige. Oder weltweit sogar. Da fragt man sich wirklich, warum Belgien nicht weitergekommen ist, ne? Ja, vor allem, die haben auch so eine. Ah, shit! Arge Offensive. Na, so eine klasse Quali auch gespielt. Also, die haben das auch in den Pflichtspielen unter Beweis gestellt. Ah, shit, ja, sorry. Ja, was die alles für Spieler haben. Origi als Jungen vorne auch noch. Und dann haben sie Eden Hazard. Ja, genau, den wollte ich gerade sagen. Company, Alderweireld, Bendeke, Lukaku. Ja. Mertens. Genau. Wahnsinn eigentlich, der Kader. Also von den Einzelspielern her kann er mit vielen Nationen mithalten. Ja. Vor allem, es sind Zukunftsspieler auch. Ja, alt ist da keiner, gell? Nein. Kompanie halt vielleicht noch. Aber. Und Origi mit 19 Jahren wirklich eine Neuentdeckung eigentlich bei der Weltmeisterschaft. Ja. Der hat mir auch sehr gut gefallen. Der ist sehr spritzig, sehr schnell und sehr beweglich. Müsst mal in FIFA anschauen, oder der wird sicher dementsprechend
geratet worden sein. Dass der halt auch sauteuer ist wahrscheinlich. Wie alt ist der? 19, glaube ich. Ah, sorry. Da steht die Verteidigung. Ich wollte gerade noch Haken machen. Wenn ich, vielleicht ist er auch schon 20. Oder? Also hohe Bälle lassen wir nicht viel zu, gell? Da wird der Trainer zufrieden sein. Ach, schade. War gut, dass du abgezogen hast. Ja. Gut war es, okay. Deswegen. Ja, gut, mit dem trifft man nicht viel außer mit dem Kopf. Mhm. Der Gegner. Aber 28 Minuten, eigentlich keine Torschance zugelassen. Verschreiß nicht. Ich hab's gerade verschrien. Ja. Oh, stark, stark, stark. Das Problem ist nur, jetzt bin ich allein, gell? Mich attackiert niemand. Boah! Mich attackiert niemand. Oh. Ich habe das so komisch gefunden. Ich habe da voll verlangsamt und wollte schauen, ja, zwecks passen, und dann hat mich niemand attackiert. Ja, dann. Zum Schluss. Ja. Aber, ja, boah, Alter. Nicht sicher, ob der Tormann chancenlos war. Er hat naja, spät reagiert. Es ist halt Caballero und nicht so hart, gell? Stimmt. Warum auch immer. Warum haben die rosa Dressen um? Fragen über Fragen. Muss man die Jenny fragen, warum die rosa Trikots haben. Warum haben die rosa? Ja. Hallo Jenny, du schon wieder. Ja. Boah, sie muss sich die Videos anschauen. Sie haben rosa Trikots. Die Jenny werdet ihr wahrscheinlich auch noch in einer... Ich kann es nicht in einem Bro vs. Bro nennen. Bro vs. Sis. Rassistisch und sexistisch. Sexistisch. Ja. Gott sei Dank kennen wir keine schwarzen Frauen. Das wäre dann... Nee, Spaß beiseite. Wir mögen Frauen und jegliche... Oh, Alter. Und jegliche Nationen. Komm jegliche schon. Nationen? Ach, das klingt wieder so abwertend. Aber es ist heutzutage auch echt schwierig, etwas... politisch korrekt auszudrücken. Ja, total. Vor allem, weil ich glaube, dass wir doch ziemlich links oder Mitte links sind, oder? Jetzt, ja. Ja, Mitte links passt, glaube ich, ganz gut. Und es ist heutzutage echt nicht leicht, aber wir zocken FIFA, also. Ja, aber da geht's wir meinen ja alle sarkastisch, man kennt uns ja, wir sind ja rein. Ich hoffe, dass dieser Sarkasmus auch wirklich die sarkastischen Bros rüberkommt. Oh. Okay, war abseits. Oder? Ja. Ja. Fuck. Fuck, fuck. Wir sind in England, habe ich ganz vergessen. Naja, fuck, fuck, fuck. Doch recht deutlich. Ah, schade. Ich meine, er wäre hier rausgegangen ins Tor, aber... Puh. Jetzt attackieren wir schon wieder so früh. Ja, wir sind das so gewohnt. Fernandinho. Juhu. Attacke. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Attackieren. Attack. Warum ist der in der Mitte frei? Ist er nicht? Abgewehrt. Oh. Ich bin jetzt mit Dreieck rein, Viereck. Also mit Grätsche rein, weil ich mal gedacht habe, mit Kreis geht das hier nicht so rein. So bin ich rangekommen. Krass. Ich glaube, sonst wäre es nicht gegangen, deswegen. Könnte was draus werden. Shit. Ich dachte, du passt, deswegen bin ich einen Schritt zurückgegangen. Ja, sorry. Damit es nicht abseits ist. Ah, shit. Aber 1 zu 0, ganz stark. Ganz stark. Glückstor zwar, aber schön war es trotzdem. Voll geil, Pfeifkonzert. Sie boomen, Man City voll aus. Zu Recht. Die KI. Ja. Sie mag sich selber nicht. Ja, okay. Brauchen wir jetzt dabei eigentlich eh nicht schon. Astronautovic, das zweite Tor. Sonst brauchen wir eigentlich eh nichts. Im dritten Spiel, oder? Ja. Ja, genau. Nee, viertes Spiel, oder? Weil wir haben ja zwei Spiele gewonnen. Villa, Aston Villa haben wir gewonnen, dann da war davor irgendein 3-0, oder? War das gegen Aston Villa? Gegen Aston Villa, gegen Hull und dann gegen jetzt Man City, glaube ich. Hatten wir nicht vor, war Aston Villa das Debüt? Ja, ja. War's. Okay, sorry. Stimmt. Das heißt, das
Ah, shit, ich habe gehofft, das du kannst mal helfen. Das dritte Tor im zweiten Spiel. Das zweite Tor im dritten Spiel. So. Übrigens, da sind unsere Fans, also falls wir nochmal treffen, müssen wir unbedingt dort vorne jubeln. Das finde ich immer ganz lustig. Der passt. Ah, schade. Ah, schade. Mit schade meine ich gefährlich. Er attackiert ihn, er will den Ball. Es muss Einwurf geben. So, Konter vereitelt, ganz wichtig. Ja. Sehr gut. Man Wo darf, ist der im Aus? Man darf dich nicht loben. Wo ist die Linientechnik? Ja. Die Torlinientechnik. Ach. Arsch! Scheiße. Ja! Wer ist denn das? Nasri. Boah! Der hat gleich mein Gesicht abblockt. Wie weh muss der tun? Gar nicht, das ist Hut. Der hat kein Gesicht mehr. Au, direkt an die Kehle. In die Fresse. Touré. Nicht sicher, aber dann noch. Alter, die haben Touré auch auf die Bank gesetzt. Ich habe jetzt nicht sagen können, durchatmen müssen. Und dann können wir Konter machen. Schön. Ich muss es probieren. Torwartfehler. Nicht sicher. Werden wir gleich sehen. Astronautovic, drittes Tor im dritten Spiel. Der rutscht ihm durch über den nassen Rasen, oder? Ich glaub nicht, dass es ein Bug war, oder? Es sieht nach unter den Beinen aus. Es sieht schon unglücklich aus. Ja, der ritt genau ins Loch. Also nicht falsch verstehen, aber genau zwischen die Beine durch. Genau ins Loch rein. Seht ihr, wie braun und nass da alles ist? Nein, das habe ich nicht gesagt, Philipp. Nein, aber sie müssen nur die nächste Spielpause abwarten. Ich meine, gut, solche Fehler, es hat jetzt nicht nach Bug ausgesehen, sondern einfach nur schlecht. Oho, er kommt durch! Shit. Sehr gute Flanke. Ah, ich wollte gerade reinrutschen und dann habe ich flanken können. Ach, das Leben ist manchmal. Eine Flanke. Aguero. Schau, wie tief eigentlich die Verteidigung steht, die Viererkette. Das ist, glaube ich, auch wieder Einstellungssache, je nachdem, wie du jetzt die taktische Ausrichtung vorgibst. Ah, sorry. Ja, der war schlecht. Aber so jetzt sind wir, glaube ich, sogar sehr defensiv oder so. Die stehen sehr weit hinten. Wieso geht er? Ach, ich verstehe das nicht. Ist das automatisch? Ich verstehe nicht, wieso er jetzt weggerannt ist vom Ball. War das Aguero? Ja. Das Tor war Aguero. Ja. Ah, ja. Ja, war da zweimal Pech, dass wir nicht hinkommen. Egal, wieder geduldig weiterspielen, hilft ja nichts. Stopp. Ja, da muss man viel toll, wie er das macht! Mit Tempo und Richtungswechsel ganz einfach eigentlich. Muss man öfter so probieren, glaube ich. Weil ja, die Mitte war relativ frei jetzt, muss man sagen. Sonst probiere ich es nicht unbedingt mit einem Zonzi allein, aber. Er hat den Ball sofort. Schade, aber haben wir noch. Passt schon. Die Abwehr ist ganz konzentriert. Den hat er stark gemacht. Dass sie da noch drankommen. Kollerhoff war das. Das ist eine gute Einwurfmöglichkeit. Oh ja. Und so einfach. Wolltest du dahin? Ja, habe ich wollte. Okay. Ich habe nicht gedacht, du hast. Ich habe deinen Passen gedrückt, wann du losgesprintet bist. Oder wann der Computer losgesprintet genau, ist. Genau, wolltest du sagen. Oh ja. Ah, sorry, da bin ich nicht. Uha, der war bitter. Shit, und dann rennen wir uns auch gegenseitig über den Haufen. Auch. Sollten wir wieder ein bisschen Ruhe reinbringen, das Ganze. Okay. Oder Vollgas, kontern. Das war eine Glanzparade des Keepers. 80. Minute, 1-2 in Führung. Zwei Stück sind wir gegen Man City.
Wieso sind eigentlich noch immer so unglaublich viele vorne, wenn man schon auf sehr defensiv hat? Jetzt sind wir sehr defensiv, vorher war es nur defensiv. Das hat schon die Kraft aus. Gibt ein. Voll. Jetzt müssen wir echt schauen, dass wir vielleicht noch laufstarke Spieler bringen. Adam passt sicher. Ireland wieder. Moses wäre gut, gell? Ja. Rechts wieder? Ja. Mir hat der fast immer besser gefallen als... Krigic? Ja. Ja, mir auch. Und ich habe Weimann wieder. Schön. Mein lieber Mann, das sieht man nicht alle Tage. Der Trainer bringt drei. Ja, wir können auch. Ja. Schön. Ah, ich komme auch nicht mehr an den Ball. Oh, das hat er schön gemacht. Klare Sache, Einwurf. Abwehrriegel ist das Defensivste, schauen wir mal. Wie sich das taktisch auswirkt. Und wieder hat er den verzweifelten Gegenspieler erfolgreich. Oh, der war schön. Moses. Das ist jetzt seine Chance. Oh, schade. Den haben schon viele drin gesehen. Aber der Torhüter. Schön gemacht. Allein gegen ziemlich viele eigentlich. Puh. Das hat er gut gemacht, gell? Warte, ich komme kurz. Vielleicht noch Zeit schenken oder so. Freistoß. Schön. Willst du jetzt flanken, ja, gell? Ja. Oh, wenn du da vor am Torwart drankommst, Moses, schade. Moses wäre hinterhin nämlich auch noch gewesen. Ja. Müssen wir jetzt gewinnen. Sehr, ja, sehr gut. Schön. Ach, gut gerettet. Der hat mir einfach niedergestoßen. Ja, da hat er den Gegner auf dem. Ich wollte jetzt eigentlich noch irgendwie Zeit zögern, damit du wieder aufstehst und dann gerade gehen kannst, aber. Oh, okay. Schön. Gute Flanke. Sehr gut. Achso, das ist Weimann. Gott sei Dank, der hat noch Kraft. Ah, schade. Jawohl. Sehr schön. Geschafft. Wichtig. 1-2 gegen City. Und wer war Mann des Spiels? Marco Astronautovic. Sehr, sehr fein. Also hätte ich mir nicht gedacht. Wirklich nicht. Wir werden aber die Highlights trotzdem vielleicht gleich überspringen. Überspringen? Oder schauen wir uns zumindest noch das erste Tor an, weil wir müssen in dem Part unbedingt noch das Ende der Transferperiode unterbringen. Das dauert ja doch recht lang. Oh. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ihr Manni Bröckmann. Aber die Abnutzung von den Trikots sieht auch ganz cool aus. Ja. Wie sie dreckig werden und so, gerade bei so einem Wetter. Boah. Also es war Hut, genau. Ja. Ja. 10-2 Schüsse. Echt? Mhm. Aber davon war einer drin bei City. Ja. Und bei uns nicht 5 oder so. Aber interessant, dass wir eigentlich gegen City so viele weniger Chancen zugelassen haben, als zum Beispiel gegen, keine Ahnung, gegen Hull. Jetzt gehen wir mal kurz Liga schauen, Österreich oder so, gell? Ja. Ah, andere Idee noch vorher. Genau. Freie Spieler mal kurz schauen, wenn es da jetzt dieses Jahr so gibt. Ob es da irgendwelche Bekannten. Oh Gott. Ah, ich suche nämlich jemanden bestimmten. Den, der war letztes Jahr auch schon. Pedro Azogue. Genau den suche ich. Für ablösefrei meist extrem cool. Vor allem der kostet ja fast nichts. Das ist lässig. Ja, und ansonsten. Das hoffe ich für dich. Ja, vor allem, wenn du den verleihst oder so. Aber ich suche jetzt gerade einen anderen, aber ich befürchte, der ist, glaube ich, dieses irgendwo hingewechselt. Wer ist das denn? Das Foto schaut voll generiert aus. Das ist ein echter. Stimmt. Schaut wirklich sehr generiert aus. Ja. Gar nicht echt. Das auch. Sind die echt? Das nee, das sind Jugendspieler. Auch. Das links unten auch. Das sind Jugendspieler. So. Ist das cool? Ist das cool? Schau.
Bei den Schwarzen hat man es nicht das so ist gut leider, erkannt. Das ist leider nicht generiert. So, das sieht wirklich so aus. Danny Gibbiton? Gibbiton, so. Ziemlich gut eigentlich. Ich meine, schon sehr alt, aber trotzdem cool. Da sind wieder einige dabei. Franko Ilić? Sagt er da was? Ja. Na doch, oder? Ich weiß nicht. Der vorher. Kann schon sein. Salzburg hatte mal einen Sasa Ilić, falls du den meinst. Aber weiß okay, nicht es gibt wahrscheinlich 100.000 Ilićes. Ist richtig, ja, gibt sicher viele. Ja, egal, lassen wir das jetzt dabei mal. Ganz raus wollte ich trotzdem nicht. Der Part wird echt lang, glaube ich. Gehen wieder auf alle und Liga. Letztes Mal war die Österreichische einfach gleich da irgendwo. Toll, das wäre die dritte gewesen in die andere Richtung. Schauen wir, wie es bei Sturm ausschaut, oder? Ja. Nein. Nein, nein, nein. Grazer, ja? Ehrenreich, der ist doch schon weg. Nö, ist nicht. Oh Gott. War nur verletzt und... So cool aber das bei so vielen Jungen. Wer ist Pascal Legat? Ersatztorhüter, also Amateurkeeper eigentlich. So cool, dass sie eigentlich bei ziemlich vielen... Rosenberger kenne ich auch nicht. Auch Reserve, ja. Das ist der David, der Freund von mir. Philipp Schmidt. Den kenne ich auch. Echt? Der hatte gestern übrigens Geburtstag. Schützenauer. Schützenauer? Scharifi. So lustig. Scharifi? Spendelhofer. Geliehen von Inter Mailand. Tadic kam neu. Ja, ich habe einen Einschlag von Arnautović, muss man ehrlich sagen. Der kam nämlich auch von Inter Mailand, Arnautović. Stimmt, ja. Ja, egal. Ich glaube, ich habe jetzt gerade Schlaufer angefragt, wie viel er kosten würde und sonst habe ich, glaube ich, eh nichts gemacht. Sehr gut. 600.000. Den holen wir uns. Passt, muss ich ihm dann gleich schicken. Ja. Ich muss den echt noch zu einem Bro vs. Bro überreden. Dann musst du ihm schreiben, dass er es jetzt endlich geschafft hat in der englischen Liga. Das ist richtig, ja. Oder ob er das Angebot schon bekommen hat, dass er endlich antworten. Das war echt gerade so lustig. Ich habe ihm gerade vorher geschrieben und habe mich dann so gewundert, warum er noch nicht geantwortet hat und bin dann draufgekommen, dass Sturm gerade spielt. Wäre so lustig, wenn er das Handy rausholt. Was sagen wir ihm? Auf dem Spielfeld? Ja. Sporadischer Spieler, oder? Das ist realistischer. Du musst ihm dann auch sagen, dass er nur sporadischer Spieler ist. Soll ich ihn fragen, ob 4.000 Euro Gehalt in der Woche okay sind? Ja, frag ihn mal. Ja, ich glaube... Da wäre er ganz zufrieden. Ich glaube, er ist mit der Rolle, wenn er ganz zufrieden. Angenommen, ist er doch zufrieden. Perfekt, so. Neu verpflichtend David Schlaffer. Okay, gut, im Einwechseln brauchen wir jetzt dabei eh nicht. Spielen wir gegen Leicester, das heißt, der wird da wahrscheinlich dann eh schon auf der Bank sitzen. Das siehst du, dass es Vidal ist vom Spiel anscheinend transferiert worden. Ah ja, Sirigu und Dzeko. Auch realistisch. Ich glaube, Arsenal war auch an Dzeko dran. Er ist dann aber gar nicht gewechselt. Jetzt ist es recht ruhig. Schauen wir mal, ob da noch was passiert. Boah, da ist jetzt auch was Hohes gegangen. Stimmt. Aber kein Rekord zumindest. Jetzt. Jetzt. Kedira. Zu Menu. Manchester United. Ich würde sagen, mache ich Kedira nicht. Ja, das waren die höchsten Transfers. So ist es. Und wir spielen jetzt gegen Leicester City. Das heißt, da werden wir so und so schonen müssen. Gut, ich glaube, jetzt bin ich dieses Mal mit der Anmoderation dran. Mit der Abmoderation bin ich dran, meinst du? Also, danke fürs Zusehen. Philipp hat sich gerade wehgetan. Danke fürs Zusehen. Und ja. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dann.